Jo Leute, herzlich willkommen hier bei TLM TV, heute mit einem weiteren Battle Report. Wir spielen heute 450 Punkte und zwar... Ja, Raphael gegen Basti mal wieder und ja, hier kommt der Grimwag. ja, Anma und den ein oder anderen Bösewicht gegen... Rohan, Eomer, Theoden und einmal noch Faramir. Aua. Viel Spaß dabei! So, herzlich willkommen. Heutiges Szenario ist Nebel des Krieges. Jawohl. Nochmal ganz kurz zur Armee. Wir haben hier Theoden voll aufgepumpt, also 100 Punkte schwer. Der führt an 5 ganz normale Reiter von Rohan. Dann haben wir hier einmal, sieht man ein bisschen doof, den Eomer. Der hat ein normales Pferd, führt an und ein Schild natürlich. Den sieht man jetzt natürlich hier nicht, den hat er unterm Kettenhemd. Führt an 2 Reiter von Rohan mit Wurfspeeren. Und dann haben wir hier einmal noch Faramir, eigentlich auch fast voll aufgepumpt, bis auf das schwer gepanzerte Pferd, das hat er nicht. Dazu 2 Reiter von Minas Tirith. Ja, dann haben wir hier den Raphael. Hallo. Hi. So. Der Raphael hat... Ich habe den dicken Bodor mit dabei. Jawohl. Der hat mit dabei 7 Orks mit Einhandwaffe und Schild. Jawohl. Dahinter 6 Orks mit Speer und einen Bogenschützen. Mhm. Dann haben wir den guten alten Schatten, der so gern gesehen ist, mit 6 Angmar-Orks mit Schild und dahinter 6 Orks mit Speer. Und dann haben wir noch einen Grabunhold, der hat mit dabei einen Ork mit Schild, einen Ork mit Schild und Speer und auch einen Bogenschützen. Jawohl. 450 Punkte. Genau, das sind 450 Punkte. Nebel des Krieges, wie schon gesagt. Das Setting kann man mal hier kurz sehen. Angmar fällt in Rohan ein. Wollte gerade sagen. Rohan bekommt leichte Unterstützung aus Minas Tirith. Ja, weil Faramir, der war gerade zwischendurch mal da. Genau. Ja, dann suchen wir uns jetzt die Szenarioziele aus und dann... Die Szenarioziele, das ist mal ganz kurz. Wir spielen das jetzt so, dass die Häuser die Szenarioziele sind und ich finde, wir könnten vielleicht auch noch die Büsche einfach so nehmen. Die stellen wir dann einfach nochmal so in die Mitte, oder? Okay, von mir aus. Dann haben wir 3 Ziele. So, und hier stellen wir noch einen Baum hin. Ja, hier auch noch. So, dann haben wir das Ganze so ein bisschen schön verteilt. Also wie gesagt, die Ziele sind die Häuser und die Büsche. Alles klar. Das Gelände hat der gute alte Basti gemacht mit seinen schönen Bäumen. Das war somit das erste Geländestück, was ich mir von ihm erworben habe. Auf jeden Fall eine coole Sache. Das ist übrigens das 45-Minuten-Projekt gewesen. Ja, und die Häuser, da muss ich auch noch mal kurz Werbung machen, sind jetzt noch nicht ganz fertig. Das ist quasi so erst der erste Schritt. Ich möchte darunter halt noch ein paar Steine machen, so dass das richtig schön wie nach Edoras aussieht. Die habe ich vom Max von Woodpecker Games. Die hat er mir quasi gesponsert. Danke dafür und viele Grüße an dich, Max. Und ja, dann geht's jetzt los zum Battle Report. Jawohl. So Leute, ich habe folgende Ziele gewählt. Raphael ist gerade nebenan, deswegen müssen wir mal gucken auf der Kamera. Also das Ziel ist natürlich so, dass der Grabunhold muss sterben und mein Eomer muss überleben. Liegt einfach daran, der Grabunhold hat eigentlich nur 2 Leben und er ist eigentlich ein relativ gutes Ziel. Und Eomer ist alleine mit 3 Heldentum, 3 Wille, 3 Schicksal und 3 Leben eigentlich schon gesetzt, dass er überleben muss. Die andere Auswahl wäre Faramir gewesen, geht auch, aber ich denke mal, den werde ich allein mit der Lanze als Stoßtrupp verwenden. Ja, und als letztes wird das Haus von mir aus rechts eingenommen, weil ich natürlich nur reine Reiterei habe, bin ich natürlich sehr schnell agil und kann den ein oder anderen heroische Bewegung ansagen, sodass ich das am Ende noch hole. Also das wird sich wahrscheinlich erst in den letzten 1-2 Spielzügen entscheiden. Jo, ich versuche mich dann erstmal zu splitten, versuche ein bisschen zu verarschen und fertig. Okay, so, jetzt kommt als nächstes Raphael. Ja, jetzt kann's kommen. Alles gehört. Alles gehört. So. So. Bei mir sieht's wie folgt aus. Ich habe einmal... Moment, ich nehme mal hier das Ding. So,
Das Ziel, welches ich einnehmen muss, wird dieser Busch sein. Ich muss, wie gesagt, Eomer töten. Ich denke mal, dass er da nicht mit rechnet. Ich denke mal, er rechnet damit, dass ich Faramir ausgesucht habe, weil Faramir ein bisschen weniger Power hat als Eomer. Und mein Schatten muss überleben, da mein Grabunhold zu schnell, denke ich, fallen wird. So, das war's eigentlich schon. Und dann schauen wir mal. Jo, bin fertig. Kommen wieder rein. Sabrina! So, Freunde. Oh, meine Damen und Herren. Erstmal die Inni, ne? Ja. Der aufstellen muss. Ich hab die 1, das fängt schon mal gut an. Das und Raphael die 3. Ich darf zuerst aufstellen. Ja. Innerhalb von 12 Zoll. 12 Zoll, genau. Und dann machen wir es immer abwechselnd. So, und ich denke mal, wir sehen uns dann gleich nach der Aufstellung wieder. Du kannst mich mal. Wir haben uns aufgestellt. Wir sehen, hier ist der gute alte Eomer. Und hier ist der Theoden. Und hier ist Faramirs Trupp. Raphael steht dort in seiner gewohnten Schlachtreihe, was für Orks sehr unüblich ist. Meine Orks können das. Deine Orks können das. Ja. Gute Schule. Ja, die waren bei der Bundeswehr. Ich dachte, die waren beim Knickekurs. Nee. Ja. Ja. Raphael, was erhoffst du dir von deiner Aufstellung? Oh, ich hoffe mal, dass ich irgendwie, dadurch, dass ich leider nur 2 Beschuss habe, werde ich nicht wirklich viel Reiterei vorher aus dem Spiel nehmen können. Ja, ich bin gespannt. Die Würfel werden es natürlich entscheiden. Mit Angmar habe ich jetzt nicht so viel Hoffnung gegen deine Reiterei, vor allem wenn die Initiative-Würfel für dich sind. Ich bin echt gespannt und ja, lassen wir uns mal überraschen. Ich denke auch. Dann würde ich sagen, auf ein gutes Spiel. Yes. Und zeig mal nur deinen Fuß! Ja, und so, weil es so schön ist, fangen wir die erste Indie schon an. Ich bin der schwarze Würfel, habe die 5 gewählt. Ich habe eine 2. Das heißt, dass ich auch anfangen darf. Ja. Ich übernehme mal die Kamera. Jawohl. Und wir machen das ganz einfach, denn weil ja alle Rohirrim schießen dürfen. Und dann machen wir mal hier zurück. So, dann haben wir das hier. Dann kommt schon mal hier. 10 Zoll dahin. Da reiten die Rohirrim nach vorne. Mit Theoden an der Spitze. In den Tod. Mit Theodens Spitze. Die haben sich 5 Zoll bewegt. Mal sehen, ob sie da irgendwie was wegschießen können. Und dann nochmal Faramir und Konsorten. Die positionieren sich grundsätzlich erstmal dorthin. Damit ist meine Bewegung auch schon zu Ende. Dann dürften die Anmar-Orks nach vorne marschieren. Genau. Schön in Reih und Glied. Glied. Er hat Glied gesagt. Jawohl, das sieht schon gar nicht verkehrt aus. Die erste, die haben alle ein Schild, ne? Ja, bis auf die Speerträger. Die Speerträger haben kein Schild, genau. Also es ist nur ein Speerträger dabei, der ein Schild hat. Die sind auch tatsächlich alle so, wie du sie siehst. Zack. So, Schlachtreihe geht bis ans Haus. Alle Angmar-Orks sind hier übrigens von Raphael, oder fast alle Angmar-Orks von Raphael sind hier, haben keine gleiche Position. Ja, also so gut wie alle. Ne? Das sind alles größtenteils Umbauten. Kann man ja gleich vielleicht nochmal machen. Und damit habe ich das letzte Mal auch bei dem Turnier, bei Minyards, den Best Painted gewonnen. Bin ich sehr stolz drauf. Allerdings hat die Armee auch in einem Spiel glorreich verloren. Allerdings. In dem Spiel hat Raphael mit fast dieser Armee ohne dem Schatten. Doch, Schatten. War der Schatten dabei? Ja. Ja. Stand er ohne Beschuss 35 Bogenschützen gegenüber. Ja. Das war auch gar nicht so schlimm, weil die haben ja meistens nur V4 oder 5. Hat richtig Spaß gemacht. Vor allem Maximalanzahl 35 Modelle und davon 35 Beschuss, das hat Bock gemacht. Ja. Naja. Waldläufer regeln, ne? Yes. So, okay. Dann darf auf jeden Fall der Basti auch schießen. Mhm.
jetzt müsste ich erstmal gucken, ob ich hier überhaupt ein bisschen was sehe. Ich nehme mal ganz kurz das Haus mal weg. Ja. Yes, das sieht eigentlich schon soweit ganz gut aus. Mit im Wegtest, würde ich dann sagen, über den Hügel hier, ne? Ja, du bist auch so im Wegtest. Okay, super. Deine Stirn ist im Wegtest, ja. Sabrina! Zeig mal dein Fuß! Zeig mal dein Fuß, Junge! Okay. Okay, das heißt 5 Stück. Ja, das hab ich jetzt hier mal. Ich nehme mal wieder die Kamera. Ja. Kamera. Also, ich schieße auf jeden Fall mit dem Wegtest. Warte, einfach eine mal Sekunde, damit wir das auch drauf haben. Erste Reihe. Wackel, 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 das schneiden wir raus. Ach, das brauchen wir nicht rausschneiden. Ja. Hier sehen wir einen Kameraneuling bei der Arbeit. So. 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 Okay, das Kabel geht so bis hier. Alles klar, das sieht doch aus. Raphael, hast du es jetzt geschafft? Ja, ich habe jetzt endlich. Du bist so blöd. Du bist so blöd. Okay. Okay, ich schieße mit diesen 4 Reitern erstmal einfach in die erste Reihe mit dem Wegtest. Muss ja eher auf die 5. Oh, 2. Oh, da treffen die 2. 2 bleiben hängen. Nein, nochmal eine 6. 2 6 hintereinander. Wir okay, das heißt, erste die Reihe gehen durch. Okay, und ich brauche sowieso wieder 6. Ja. Dann hoffe ich mal, dass ich nochmal 2 6 würfel. Nein, keine einzige. Mist, das ist schon mal gut. Oh, eine Scheiße, du bist so blöd. Okay, dann er auch noch mal. Basti, wie fühlst du dich nach der ersten? Sehr gut, ja. Vor allen Dingen, weil mir gerade ein Licht aufgegangen ist. Ja, endlich mal. Ja. So, 4, trifft nicht. Das ist eine 4. Das heißt, die beiden schießen in die erste Reihe auch. Mhm. Nee, in die zweite Reihe, da ist ja ein Bogenschütze dabei, ne? Ja. Ganz an der Hausecke. Richtig. Den will ich treffen. Okay, keiner. Darf keiner. Okay, damit ist diese Runde wohl vorbei. Schießen darfst du wohl nicht mehr. Nee. Guck nochmal schnell. Okay, dann müssen wir einen Initiative-Wurf würfeln. Mhm. Wenn wir Initiative-Wurf. Dann würfel mal hier. Ja. Eine 5. Eine 5. Gegen eine 3. Eine 3. Dann. Walte deines Amtes. Ja, Walter. Amte deines Waltes. Walter deines Amtes. Okay, das heißt, ich reite mal hier hin. Mhm. Und hier ist der Faramir. Da ist der Faramir. Da ist der Sebastian. Der Sebastian. Okay. Machen wir dann hier auch mit schwieriges Gelände oder ohne? Ja, würde ich sagen. Na, dann umreite ich das. Ja, dann mach ich's mal. Wenn du mich so fragst, Schade. So, die restlichen bleiben erstmal stehen. Aha. Ja. Ein typischer Basti-Move. Ja, du hast eindeutig mehr Modelle als ich. Ja, das ist korrekt. So, jetzt schauen wir dann erst einmal. Das ist Eomer und Theoden. Mhm. Okay. Dann möchte ich, dass der. Moment, erstmal gucken. Sind das überhaupt 12 Zoll hier? Ja. Ja. Okay, dann möchte ich, dass der Eomer mal einen Muttest macht. Ja, mit einer 10 steht er nicht. Locker. Ganz locker easy. In dein Gesicht. In dein Gesicht, Junge. Okay, Das heißt, die werde ich jetzt erstmal so positionieren, dass die Jungs hier gleich ein bisschen eventuell was abfangen können. Falls hier gleich die Kavallerie volle Kanne rumkommt. So. Das machen wir so. Okay. Dann. Das wären 2,5 Zoll. Also am Steinende sind mit dem. Ja. Dann deine Legion, wie heißt die? Legendäre Eiernacken oder? Genau. Hoppa. Jetzt hält das hier natürlich nicht wegen den Magneten. So. 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 Ich werde übrigens Faramir jetzt auch immer nur noch den Waldflöten-August nennen. So. Wobei Waldelben sind ja auch Waldflöten-August. Auguste. Augustinen. Ah.
Mhm. Dann machen wir erstmal die Sperrträger. Sieht aus wie der Sturm auf die hiesige Sparkasse, wenn der Lohn da ist. Lohn ist da! Tja, was mache ich mit dem Burdur? Ich weiß es nicht. Komm, erstmal hier hin, Junge. Denk dran, ich krieg den Anreizbonus trotzdem, ne? Jo, ist ja nur Infanteriemodell. Jo. Und wenn Fahrer mir anreitet, ne? Mhm. Dann knallt. Der ist so ultra. Boah, was mache ich jetzt hier mit dem Bogenschütz? Komm, der läuft jetzt auch nochmal 6 Zoll hier hin. Und der läuft auch nochmal 6 Zoll. So. Und die Jungs kommen mit hier rüber. Na, hier hin. Der Vorteil ist halt einfach, dass Minas Tirith plus 1 auf den Mutwert hat. Und dass die Rohirrim auch noch über plus 1 Stärke kriegen. Ne? Beim Anreiten haben. Mhm. Ist das denn auch bei dem Bündnis oder ist das nur bei der legendären Legion? Bei der legendären Legion gibt es ja noch Tod. Darf. Achso, okay. Das darf ich ja hier nicht. Mhm. Gut, dann okay. Hast du die Schussphase. Ja. Komm, wir würfeln mal hier. Und die haben sich nicht bewegt. Mhm. Schieß auf die erste Reihe von denen da. Ja. Alle. Das heißt, 2 nur. Mhm. Und ich treffe natürlich wie immer auf die 6. Mhm. Erstmal im Wegtest, ne? Zählt das noch, weil du dich im Gelände befindest? Ja, gut. Mir egal. Nö. Also dahinter dann hätte ich gesagt, ja. Okay, dann nicht. Dann okay. Einer tot. Dann nehmen wir den hier. Jawohl. Und die beiden hier schießen auf den Bogenschützen wieder. Mhm. Nur einer trifft, darf aber durch 2 Sechsen. Mhm. Das heißt, ich brauche noch eine. Noch eine 5, glaube ich. Der hat V4 nur, ja? Ne? Ja, eine 5. Nur eine 1. Nö. Du. Nö. Nö. Ja, dann können wir ja die Initiative wieder auswürfeln. Jawohl. Gucken wir mal, machen wir mal einen hier. Eine 6. Eine 5, das ist deine. Ist das meine? Yes. Okay, dann schauen wir mal. Das Tolle ist ja, auf der Anakon wurde ja neulich erst gesagt, dass die Sichtlinie von berittenen Modellen, da zählt die Sichtlinie vom Kopf an, von den Augen. Mhm. Also die können theoretisch jetzt auch über Hindernisse hinwegschießen. Ja, macht Sinn. Ja. Aber leider nicht reiten. Das ist schon gar nicht verkehrt. Hier ist man muss halt einen leichten Bogen hier breiten. Ne? Ich weiß nicht, ob das wirklich mit 10 Zoll ausgeht. Lohnestar! Freunde, der Raphael kann sehr gut übrigens singen. Mhm. Wenn ihr also mal Lust habt oder ein Geburtstag ansteht, der Raphael würde bestimmt gerne für euch singen. Gerne doch. Immer. Wie wir ihn liebevoll nennen, der Raphael. Immer. Ja, gehen wir hier. Yes. Mhm. So, das heißt, Eomer und Theoden haben sich bewegt und die Reiter von Minas Tirith. Ja, und damit möchte ich auch erstmal nicht mehr. Okay. Warum hast du nicht schon vor 2 Runden die Frostaura mal angesagt für jede Runde? Ja. Das hätte wohl, ja, der Junge. Geht ja nicht. War ja noch keine Nahkampfrunde. So, ich möchte, dass dieser Reiter hier, wer ist denn Fahrer mehr eigentlich? Der da. Der? Ja. Okay, dann möchte ich, dass dieser Reiter mal einen Muttest macht. Ja, denk dran, wir haben plus 1 Mut, ne? Ja. Das heißt, ohne Elf sogar. Er hat das auch geschafft. Joa. Tja, bleibt mir ja nichts anderes übrig hier, Leute. Ja, das macht der Raphael nicht verkehrt. Ah, Moment, erstmal den zweiten hier hinstellen, dass der da noch rein kann.
Und den stellen wir dann auch noch da rein. So, die Jungs gehen hier die 3 Zoll bis hierhin. Ja, das ist jetzt natürlich hier ein bisschen taktieren. Ja. Muss leider sein. Ich weiß gar nicht, ob man auf der Kamera noch ein bisschen was sieht. Doch, doch. Ja? Oder? Ja, so. Also auch wenn ihr Verbesserungstipps habt, was die Kameraführung und so weiter angeht, gerne nehmen wir da Tipps an. Wir sind halt heute leider nur zu zweit, ja. Weil diese Battle Reports, die wir hier drehen, sind vor einigen Tagen erst aus einer Bierlaune entstanden. Aber wir haben gedacht, warum nicht? Und wenn einer Verbesserungsideen hat, halt dein Schnauze. So. Nein, ist natürlich immer wie immer gerne gesehen, gar keine Frage. Und wir versuchen ja auch euch ein bisschen zu gefallen. Und wenn ihr wollt, kann der Raphael auch mal Haare auf dem Kopf haben. So. Genug gelabert, ich möchte mit dem Grab und Hold eine Paralyse auf Faramir ansagen. Mit 2W nehme ich dafür. Ja, braucht die 4 plus, bitte? Da werde ich, mach erstmal, ich werde aber bestimmt überstehen. Da habe ich die 6. Okay, dann muss ich mit Faramir, ich nehme auch 2. Mhm. Und ich habe auch eine 6 und eine 5. Das ist aber schade. Wie viel Wille hat denn Faramir? 3. Jetzt hat er noch 1. Nur 1, okay. Und dann. Ja, ich habe noch 3. Hast du abgestrichen? Ja, habe ich. Wirklich? Da. Ja, okay. Also der Grab und Hold heißt Held 2. Genau. 3. Held 3. Es geht die 6 Zoll oder 12 Zoll? 6 Zoll, ne? 6 Zoll, ja. Tools. So. Früher, als die Hefte noch rauskamen und sowas, da habe ich das Hobby ja auch schon gestartet. Mhm. Da habe ich immer gedacht, dass die heißen Grabunhold. Ich habe mal Grabunhold gesagt. Du bist auch ein Grabunhold. So, mal kurz hier, oder? Da habe ich mir auch gedacht, so auch im Buch, was sind denn Grabunholde? Bis ich dann das erste Hörspiel gehört habe, damals auf CD, dann hieß es Grabunhold. So, jetzt brauchen wir mal den Laser. Wo ist der? Den hattest du gerade? Der Laser ist hier. Genau. Ja, wenn wir von Sichtlinie gesprochen haben, dann kann ich ja natürlich auch den Theoden erschießen quasi, ne? Ja, aber da ist ja auch ein bisschen was im Weg. Ja, ja, klar. Das ist dann 5 plus im Wegtest, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Ja. Ne? Alles. Und hier, das will ich, keine Ahnung, was sagst du? Eher nicht, oder? Also ich sehe, Theoden sieht gerade den Kopf. Also ich würde auch Theodens Kopf sehen. Ja, Kopf sehen. Aber nee, ne? Okay. Aber bei dem Geländestück würde ich sagen, auf die 4 plus. Okay. Weil das ist ja keine offizielle Mauer. Okay. Ja, aber weil sie so hoch ist, weißt du? Ja, machen wir 4 plus. Okay. Gut, dann habe ich mich vollständig bewegt. Der Geist durfte sich nicht mehr weiter bewegen. Ja. Dann ist Schießen angesagt. Jawohl. Du hast die gehabt. Genau, ich habe hier 2 Reiter, die haben sich nicht bewegt, die können aber auf diesen vorderen Ork schießen. Auf welchen? Auf den hier, ja. Und dann mache ich mal eine. Gucken wir mal, machen wir mal eine Kippe noch. Geht's? Hey, einer auf die 6 dann. Nein! Nein. Okay, dann haben sich hier 1, 2, 3 nicht bewegt, die schießen auf ja, die erste Reihe da. Ne? Treffen alle? Treffen alle. Okay, warte mal, die ersten. Warte mal, der blaue schießt links. Mhm. Ein Toter. Okay, und dann habe ich hier noch 2. Die schießen. Wenn ich auf den Bogenschützen schieße. Nee, doch, ich schieße auf den. Ich versuche mal den Bogenschützen da hinten zu treffen. Okay. Eine 4, eine 2. Das heißt, einer darf. Bleibt in der ersten Reihe hängen. Genau. Und nichts. Dann darf ich mit meinem Lucky Shot zurückschießen. Auf die 5? Auf die 5. 5. Genau, der hat sich nicht bewegt. Und da ist die 6. Jawohl. Im Wegtest. Bleibt leider hängen. Okay. Okay. Dann geht's natürlich dann haben wir die Ini. Weiter mit der Initiative. Jawohl.
Ich habe die 3. 1. Da möchte ich was ansagen. Okay. Ja, ich möchte auch was ansagen. Okay. Oder? Möchte ich was ansagen? Nee, ich möchte doch nichts ansagen. Also ich möchte 2 Sachen ansagen. Die Wuschelbewegung. Und zwar einmal mit Theoden und einmal mit Faramir. Okay. Und zwar, weil du ja nicht kontern möchtest, ne? Oder ich? Ja. Das heißt, Faramir erstmal einen weg. Ja. Und Theoden einen weg. Okay, das ist so die typische, ich bin ein Asshase und mach Mimimi. Warte mal. Jetzt soll. Nee, der nicht, aber der. 10 Zoll. Ich mach das einfach mal so. Ich reite mal hier rein. Und ich reite mal hier rein. Und der reitet mal. Der Trupp wird da jetzt schon mal nämlich schön aufgeraucht. Oh. Ja. Das ist natürlich jetzt der große Vorteil. Der war aber nicht mehr mit drin, ne? Doch, der war in der heroischen Bewegung dran. Der muss ja 6 Zoll. War Stammfahrer mal hier. Das passt nicht. Okay, nee, dann war der. Ja. Sorry, ja, gut. Dann darfst du jetzt erstmal dich bewegen. Gut, gehen wir erstmal hier hin. Da, wo es knallt. So, wie machen wir das? Also der geht erstmal hier hin und bindet die beiden. Super. So. Und wo bindet er die beiden? Nee. Warte mal, also der muss dann erstmal hier hin. Der geht mal hier rum. Reicht das? Guck mal, da stand der. Ja, wir sind jetzt. Dann kann er jetzt auch darum und die beiden so binden. Ne? Das wäre mir lieber. Dann kann er nämlich hier entspannt rum umfahren. Eomer. So. Dann geht er auch hier zu Theoden. Ja, und der geht dann hier rum. Der marschiert mal auch hier vor. So. Und die Jungs gehen mal hier hin. So, das heißt, der dürfte sich noch 4 Zoll dann bewegen. Die komischen Menschen, die uns zugucken, können das, glaube ich, nicht mehr sehen, oder? So, stimmt, ich muss da echt drauf achten. Ha! So, und die Jungs dürfen dann 5 Zoll, glaube ich, gehen, ne? Ja. Sieht man das? Nee. Also Raphael geht jetzt gerade drumherum. So, der geht jetzt erstmal hier 6 Zoll hin. Und dann macht der mal einen Muttest, bitte. Ja. Hat er 11. auch wieder bestanden. Verdammt nochmal. Heute läuft's gut mit dem Muttest, außer bei dem Morannon-Orks. Ja. So. Ja, jetzt wird es nämlich so langsam auch echt kritisch hier, weil ich jetzt echt im Beschussgefahr bin. Ach, mit Bruder nicht. Was hat der für eine V? 7? V6. V6 sogar so. Okay. Ja, das war's.
Das ist echt problematisch, wenn du gegen All-Mounted spielst. Die laufen halt weg und können dann halt irgendwann anreiten. Und sobald die anreiten, dann scheppert's. Ja, eben. Okay. So, ich darf mich noch einmal bewegen. Mhm. Ich reite die beiden an. Mhm. Okay, dann darf aber erstmal geschossen werden. Ja. So, meine vier Reiter, die ich hier noch habe, die schießen allesamt auf den Dudu. Mhm. Gucken wir mal. Nicht bewegt, aber auch nur zwei Treffer. Mhm. Leider. Und sechsen Wurf. Ne? Genau. Nichts. Keiner. Gott sei Dank. Okay. Jo, dann können wir schon kämpfen. Okay. Ja. Ich hatte die Inni. Ja. Fangen wir mal hier bei dem an. Okay, angeritten. Bei dem hier unten. Genau. Angeritten. Würfel mal hier. Yes. Angeritten. Zwei Würfel auf die 5. Ja, nur eine 2. Das heißt, okay, die gehen jetzt wahrscheinlich schlafen. Also, ich guck mal auf. Also bei dem brauchst du 4, bei dem 5, glaube ich. Der Schwarze auf die 4. Ja, ja, einer. Denk dran, ich habe Lanze, kriegt plus 1. Ja, ne? Auch das noch, okay. Also für den reicht mir auch eine 4, ne? Ja, ja. Ja, eine 5. Beide hin. Jo, das ist übel. Das war First Blood? Ja. Nee, noch nicht ganz First Blood. Das ist ja schon durch. Schon 4 Stück hat der liebe Raphael bereits verloren. Mhm. Aber das ist jetzt auch nicht sonderlich dramatisch. Das kriegt er alles. Der wird sich noch rächen, der Junge. Ja, schauen wir mal. Okay. So, dann haben wir. Zuallererst würde ich gerne Theoden machen. Ja, Theoden hat 2 Würfel. Nee, am dritten 3, ne? Mhm. Hat eine 6. Okay, gewinnt er. Das hast du gewonnen. Okay, auf den hinteren erstmal. Mhm. Tot, hat er 5. Auf den daneben. Ja. 5. Tot. Jawohl. Autsch, jetzt gibt's auf und die Fresse. Der sich da hinten sneaky rangeschlichen hat. Mhm. Der schafft's. Der schafft's auch noch. Aber liegt am Boden. Ja. Hast angeritten. Merken wir uns mal. Ich leg hier mal, wir haben mal die tollen Dinger. Yes, prone. Okay, dann Eomer. Eomer hat leg mal vor. 4 Attacken. Da ist nur eine 5. Das heißt, ich habe 2, 4. 3. 5. 2 unterstützt. Nee, den habe ich angeritten hier. Achso, Moment. Ja, also den und den. No, da hat er einen Speer? Ja. Ja, gut. Also 4 Würfel. Genau, ich hatte eine 5. Ja. Oh, da ist auch nur eine 5. Jawohl, sind auch 3 angeritten. Alle. Erstmal den? Ja. 3. Nein. Nochmal. 3. Nochmal. 5, tot. Tot. Und der hier. 6. Auch noch tot. Verdammt. So, der andere liegt am Boden. Ja. Prawn. Zählt er, sind nicht sogar als eingekrankt? War ja sowieso. Ist doch egal, wenn die am Boden sind. Ich zieh mal ein bisschen hier weg. Okay. So, dann 2. Ne, Quatsch, der. Wir sind noch ein Reiter. Der hat ja unter. Ne, genau, der gegen. 2? Ja. Den angeritten. Mit einer 5 doppelt. Da ist die doppelte 6. Ja, das ist der Nachteil bei One. Ja, und ich haue auf den Reiter. Ja. Und da ist die 6. Der ist tot. Jawohl, erster Kill. Erster Kill, das ist schon mal gut. So. Guck mal, du stürzt, du hast schon 8 Orks getötet. Ja, ich habe einen verloren. Das ist, So, okay. Hier ist noch dann, einer gegen 2. Achso, genau, einer gegen 2. Genau. Zwei? Da mache ich einen Schildblock. Nee. Eine 5? Ja, weiß ich nicht. Ja, komm, ich kämpfe nochmal. 4. Schlagen beide zu. Auf die 6. Da ist er das hin. Das reicht. Okay. Ja, dann haben wir Inni. Dann haben wir Inni. Genau, würfeln wir mal hier. Eine 2. Eine 4. Das ist gut. 4. Lass mich mal kurz was gucken. Okay, kommt es nicht ran. Kommt es nirgendwo ran. Kommt es ja dann da ran. Da möchte ich gerne was ansagen. Mhm. Dann mach mal. Okay, eine heroische Bewegung mit dem Theoden. Mhm. Okay. Theoden geht hier an 2. Und Eomer. Oh Gott.
Geomär geht hier auch an 2. Mhm. Der ist ja eh noch am Boden hier, ne? Ja, lass ruhig da liegen. Warte, nee, ich greife den ja an. Ja, ja. Aber falls ich gewinne, dann muss ich halt aufstehen. Da darf ich nur aufstehen. Okay, dann lassen wir den hier dran. Okay, dann darfst du dich jetzt noch bewegen. Mhm. Theo, den hast du abgeschließt? Ja. Jo. Okay, dann steht der hier auf. Und greift auch Eomer an. Jo, und der unterstützt Eomer. Mhm. Also da. So, dann haben wir den hier noch. Der geht mal hier rum. Greift Theo den an. Der unterstützt da. Und der unterstützt noch bei Eomer. Dürfen halt nicht vergessen, dass Rohan-Modelle plus 1 Stärke kriegen, ne? Wenn du andere retten hast, ne? Mhm. Okay. Das ist natürlich bei Faramir nicht so gut, weil der davon nicht profitiert. Ja gut, dafür hat Faramir eine Lanze. Ja. So, dann gehen wir mal hier. Das ist natürlich echt heftig mit Eomer, weil der hat ja dann Stärke 5. Mhm. Ich glaube, Theo den ja auch, ne? So, den bewege ich mal hier hin. Drehen wir die Cam. Achso, genau. Ein bisschen. So, ich werde jetzt mal kurz auf den Schacht gehen. Für alle Leute, die mich noch nicht kennen, das ist ein Insider. Moment, du musst erstmal einen Muttest machen. Oh, verdammt. Hier nimm. Nee, die Würfel scheiße. Also einmal eher einen Muttest. Ja, Mut 4. Jo, okay, 9. Geschafft. Mein Gott, ey, du würfelst aber auch. Heute ist gut. Wie ein junger Gotthömer. Ja, ich muss jetzt natürlich irgendwie zusehen, dass ich hier meinen Schatten auch schütze. Das kann jetzt hier echt in die Hose gehen. Okay, da komme ich leider auch nicht dran. Was mache ich? Nützt alles nix. So. Hier hin. So. Hat er beschissen, liebe Freunde? Nee, leider nicht. Ja. Puh. Okay. Das war's, glaube ich. Mhm. Ja. Ich bin am Arsch. So, ich darf mich noch bewegen? Ja. Jetzt gehe ich mal eben auf die Seite. Ja. So. Wir haben mal gucken, wenn der Raphael jetzt auch verdrückt ist. Mal kurz rumgucken. So. Also ich ziehe jetzt meine Reiterei hinter dem Baum, das sieht man jetzt ein bisschen doof. Meine Reiterei ziehe ich jetzt hinter den Baum. Und zwar einmal an dieses Modell und der nächste noch an das Modell. Und jetzt bin ich halt am überlegen, was ich jetzt mache, denn Faramir ist für mich noch zu wichtig. Den ziehe ich mal hier hin. Den einen Reiter, ja gut, jetzt ist die Sache, er hat ja, genau, könnt ihr ja gar nicht sehen wirklich. Gucken wir mal. So. Der muss nämlich jetzt von Budur weg hier. Und ich probiere jetzt einfach mal etwas. Da musst du allerdings Mut testen. Ja, das kriegen die aber hin. Mit einer 6. Ja, gerade so. Okay, und die Bogenschützen, die bleiben noch
Jetzt ist die Frage, ob die sich jetzt noch bewegen, also die Reiter hier, oder ob Budur nachher da rankommt mit seinen 6 Zoll. Ja, der kommt auf jeden Fall ran. Ja, das ist ein taktisches Hin- und Herschieben hier mit Rohan und Reiterei immer, ne? Ja, aber das passt so weit. Das Gespenst hat was für eine Kampfkraft? K2 nur. Okay, dann möchte ich mal versuchen, das noch anzugreifen. Muttest, ne? Oh, ja. Da bleibt doch stehen. Das ist gut. Okay. So, der war hier dran. Mhm. Genau. Und dann, liebe Freunde. Schussphase. Und ich weiß nicht, wie kann man. Hier steht 2. Die treffen nur auf 5, aber die wollen mal auf. Wollen die auf Budur schießen? Ah, ich schieße mal auf den Grabunhold. Mhm. Weil der mit seiner dämlichen Paralyse geht mir auf den Sack. Keiner. Darf auch keiner. Schade. Okay. Schade. Okay. Dann haben wir Kämpfe. Ja. Du darfst sogar aussuchen, wo wir anfangen. Machen wir zuerst hier. Ja, dann hauen wir einen drauf. Dann. Aber für den einen, das lohnt sich jetzt noch nicht, da was anzusagen mit dieser Frostaura. Ja, genau. Okay. Hab ich eine 4? Ich habe eine 5. Damit gewinnst sogar du. Ja. Und ich brauche 6, ja. Yes. Ah, Doppel-1. Das Schlimmung. Ist schade. Ja. Okay. Dann geht's hier weiter. Dann kommen wir damit rum. Oh, warte, ist gerade. Basti ist ein bisschen faul heute. Wie immer. Okay. So ist, glaube ich, gut. Okay. Ja, ich wollte noch sagen, die beiden sind angeritten hier. Ja. Okay, jetzt darfst du dir aussuchen. Ja, machen wir zuerst den hier. Gegen die 2 dann. Ja, der kann ja nur normal einzeln kämpfen. Hab eine 1. Würfel auch mal Einsen. Nee, gewinnst du schon. Hier. Und doppelt drauf auf den Reiter. Ja, brauchst 5. Ich hoffe, man das sieht. Ja, ja. Da ist eine 6 bei. Ja. Damit ist wieder ein Reiter nach Hause gegangen. Das ist gut. Bruchpunkt rückt immer näher. So, das heißt, dann haben wir den hier. 2, 5. Eine 4 nur. Und blickst am Boden. Ja. Hau mal drauf. 4, ne? Ja. Jo. 4, ne, Stärke 3. Aber kriegst doch Anreitbonus, oder? Ne, nicht die Stärke 3 auf Verteidigung. 4. Dann bleibt der am Leben. Aber kriegst du nicht plus 1 Stärke, wenn du anreitest? Achso, der hat ja Stärke 4 dann, ne? Ja, dann ist der hin. Sorry, danke für die Ehrlichkeit. Ja, normal. Top. Dann hier. Okay, wieder 2, 5. Ich habe eine 6. Jawohl. Und bitte nochmal eine 5. Nochmal eine 6, auch gut. Ja, da hast du schon 3 Reiter verloren. Das ist gut. Ja. So, dann machen wir Eomer. Eomer. Der kämpft gegen 5. Gegen 5? Leg mal vor. Da ist eine 6, das heißt 3 liegen am Boden. Jawohl. So, auf den ersten, da möchte ich gerne erstmal auf den hier schlagen. 6. Tot. Der zweite, 6, auch tot. Der dritte, eine 5, auch Echt? Tot. Boah. Und der, wenn noch einer da wäre, der hätte nur 1 und 2 abgekriegt. Ach, schade. Gut, dann Theoden. Jawohl. Gegen 4. Genau, Theoden ist angeritten mit einer 5. Ja. Da habe ich auch nur eine 5. Verdammt nochmal. Okay, dann auf den ersten. Ja. Stärke 5 auf Bäume 4, ne? Mhm. Ja. Auf den, der Bruchpunkt rückt näher. Ich meine jetzt den auf den Bogenschützen. Mhm. 6. Ja. Oh, ich bin schon gebrochen jetzt. Und der letzte, nochmal eine 5. Oh, da hätte ich einen heroischen Nahkampf ansagen können. Alter. Ja, das sind so. Schnetzler. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Tote schon. Ich habe insgesamt 14, 15, 16, 17, 29, 30, 33. Also muss ich. Einen noch verlieren. 17, ja. 17 musst du töten. Hier. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okay, den Kampf haben wir noch hier? Ja. Der liegt am Boden, der macht auch einen Schildblock. Aber ich war Kippe. Ja. Der hat nämlich das Schild. Aber nur eine 3. Ich darf zuhauen. Auf die 5 dann, ne? Mhm. Ja. Nee, er hat auch 5. Oh. Okay. Autsch! Damit hat Raphael erstmal, warte, wir gucken mal.
Rafa, wie geht's dir so? Aua. Und Faramir war noch nicht mal in Action, ey. Faramir war tatsächlich doch leider nicht in Action. Eomer und Theoden haben da jetzt einfach mal so den kompletten Squad hier aufgeraucht. Ja. Und ja, da nützen mir jetzt auch die drei kleinen Reiter, jetzt hätte ich beinahe ein böses Wort gesagt, helfen mir auch nichts, da, die ich da mal getötet habe. Allerdings muss man sagen, Raphael kann eigentlich so gesehen, auf gut Deutsch gesagt, auf diesem kleinen Squad hier noch scheißen, weil ja, da hinten... Ja. Komm mal, zoomen wir mal ran. Da ist ja immer noch sein Schatten. Ja, meine drei Helden. Ne? Der Grabunhold und der Aber Budo. Es fehlt mir jetzt natürlich an Masse. Und jetzt muss Budo es reißen. Jetzt muss Budo es reißen. Yes. Und dann werden wir mal... Die Inni. Ich guck gerade mal, wie kann man denn am besten... Boah. Da. Oh, hier. Wir würfeln einfach da vorn. Eine 6. Das ist automatisch. Meine. Möchtest du was ansagen? Nee, ich hatte gerade schon die Uni. Ja. Also, automatisch hätte ich sie jetzt nicht gehabt. Okay, warte, Matteo, den hat nur noch einen, ne? Eomer hat noch drei Helden drin. Mhm. Und Faramir noch zwei. Du kannst mir natürlich jetzt dort auch die Modelle wegzimmern. Ja, ich sag was an. Mhm. Und zwar mit meinem Eomer. Ja, wo ist... Hat Eomer nur noch zwei Heldentum? Genau, es ist wichtig nämlich, dass sie mir was packen. Mhm. Mal hier nochmal irgendwie... Dann mache ich hier mal drauf. So. Altbekanntes Spielchen wieder hier. Eomer muss zuerst natürlich auch ran. Ist klar. Eomer geht an die beiden hier, mhm, während Theoden geht an ihn, er geht hier erstmal hin, wirft erstmal einen Wurfspeer, mhm, das habe ich nämlich gerade vergessen, und trifft auf die, was hatten wir, 5, ne? Mhm. Nee, leider nicht. Nee. 4 auf 4 plus. Das ist schon richtig. Stärke 3 auf Verteidigung 4 sind 5. Ja. Nee, aber geht hier ran. Der hat keinen Wurfspeer. Der möchte dann erstmal hier an den ran. Mhm. Mehr kann ich erstmal nicht. Okay. Ja, es nützt alles nichts. Ich versuche hier rum, dass ich mehr einkreise zumindest. Und hoffe jetzt auf Würfelglück. So, und jetzt gucken wir mal. Gehen wir mal etwas drumherum. So, mein Gespenst geht erstmal hier hin und möchte einen Muttest Faramir. Und jetzt würfelst du mal bitte eine Doppel-1. Warte mal, ein Muttest auf Faramir. Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, was der Mut hat. 5, glaube ich, ne? Kann sein. Minus 4 ist 6. Hier ist eine 5. Okay, reicht schon. Und hier noch. 9, das reicht. Reicht. Können wir noch was sehen? Reicht. Ja, doch. So, okay. Dann müssen wir den jetzt hier mal wegsnacken. Ah, die dürfen sich noch bewegen hier, ne? Mhm. Mm. Boah, wie mache ich es jetzt? Wie stelle ich an? Ist gebrochen, ne? Nee, ich brauche... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Ja, einen muss er noch. Oder? Nee, Quatsch, jetzt bin ich gebrochen. Da hättest du den nämlich vorher gut getestet. Aber ist egal, ich habe ja welche angegriffen. Das ging ja nur über den einen, der den eingekreist hat. Ja, dann mache ich den. Der rennt auch dann weg. Ja, und Budo kann einen halt in Stand Budo, machen. Ja. Der hat ja massiven Mut. 6 reicht ja, ne? Auch schon. Ja, Mut 4, reicht gerade so. Okay, der ruft natürlich haltet Stand. Ja, da sind die alle mit drin. Ja. Wenn du dir mal unsicher bist, die Frostaura, ne? Mhm. Musst du ja nicht verwenden. Mhm.
Weil wenn du Mut beim Schatten würfelst, hat er nur Mut 1. Ja, genau. Dann aber kannst du würfelst wählen. Doppel 1 und den Rest kannst du mit Wesen richtig, bekommen. Richtig. Du bist auf jeden Fall einmal safe. Unhold macht eine Paralyse mit den letzten drei Willen. Ja, ich habe noch einen Willen. Ja. Geh mal vor. Ich nehme nur zwei Wille. Toll. Eine 6. Ja, muss ich auch eine 6 würfeln. Mhm. Alter, eine 6. Hier ist die 6. Alter. Ja gut, so kann man kein Spiel gewinnen. Ja, das ist aber ein Würfelglück gewesen, ja. Auf allerhöchstem Niveau. So, die positionieren sich mal hier um den Schatten herum. So. Ja. Okay. Scheiße. Das ist wirklich übel. Ja. Ja, es ist Reiterei gegen Anma Orks, hast keine Chance. Eben. Also wenn du bräuchtest jetzt hier so einen geflügelten Schatten bei oder so, das wäre dann wieder eine andere Geschichte. Ja. Hexenkönig oder sowas. Aber nee, mit den Modellen hier kannst du nicht viel reißen. Geil wäre natürlich auch der Dwimmer halt, ne? Ja, auch. Aber, ja. Okay, dann möchten die beiden, die schießen... Grabunat hat noch eine Paralyse, ne? Ein W hat er noch, ne? Ja, dann möchte ich einfach nur auf den Grabunat schießen, da ist der hier im Weg. Ja, komm mal. Passt. Hier. Eine Kippe. 2 5. So kann man auch Spiele gewinnen. Erste Reihe. Gehen beide durch. Ja. Und der hat V6, ne? Ja, ich meine. Sind das 6, die ich brauche? V7 sogar. 6-4. Mhm. Okay, bei 2 Einsen. Schade. Ja. Schade. Okay. Okay, und dann können wir kämpfen. Mhm. Wo auch immer du hin möchtest. Ja, fangen wir mal bei Faramir an. Bei Faramir an? Ja. Ja, da kann ich ja nur mit 2 attacken. Eine 3. Oh, eine 2. Ich dreh durch, ey. Und auf die... So kannst du aber auch nicht gewinnen. 2, da passiert aber nichts. 2-1. Okay, weicht zurück. Mal kurz am Überlegen, ob ich einen heroischen Nahkampf ansage, aber das hätte mir so oder so nichts gebracht. Mhm. Dann Bodo. Bodo, ja, da habe ich 3 Attacken. Kann ich dir nur 1. Ich 3. 5, gut, das reicht schon. Dann zerreißen. Nein, 1, 2, 3. Eine 3. 3 müsste. Ich habe Stärke 3. Ja, Stärke 6. 6 auf 3, ja, gut, dann ist der hin. Gut, dass ich zerreißen gemacht habe. Minas Tirith. Einer verloren. Bleiben noch 2. So, dann machen wir den hier als nächstes. Ist angeritten. Ja. 6. Hast du schon gewonnen? Nee, der hat nur K3. Okay. Auch eine 6. Ja. 50-50-Wurf. Ja. Für dich natürlich. Jawohl. Jetzt würfel ich hoch. Und eine 5 und 3 Einsen. Junge. Okay. Dann machen wir Theoden. Theoden, jawohl. Haut eine 4 nur raus. Ja, eine 2. Mit einer 6 hättest du gewonnen. Aha. Ja. Ja, 5. Hackfleisch. Okay. Mhm. Welcher noch? Ja, dann den hier. Ja, 2 gegen 1. So, 5. 6. Hey. Komm. 5. Ah, schade. 4. Okay, und jetzt eher mehr noch, ne? Ja, da habe ich 2. Habe ich nur 5. Da ist die 6. Ja, setze ich eine ein. Mhm. Muss ich ja. Auf den ersten. Ja, tot. Den zweiten. Auch tot. Das hat mich, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so sinnvoll war, dass ich da jetzt Heldentum verbraten habe. Ich habe ja noch 4. 2. Nein, insgesamt 4. Ach so, ja, okay. Mit Faramir, ja. Theoden und Eomir. Ja, gut. Dafür hast du jetzt die komplette Flanke da weg. Ja. Und nur noch diesen kleinen Haufen da. Also viel ist das nicht. Das Gute ist, dass Bodo halt noch komplett voll ist an Heldentum. Aber schauen wir mal. Dann haben wir die Inni. Mhm. Gucken wir mal. 2 gegen. Das heißt, ich hab. Du hast. Okay. Warte mal.
6 Zoll kann der Geier eiern, ne? Mhm. Vielleicht für den finalen Punch. Mein Gott, ey, der läuft nur weg, hat so Angst vor so kleine Pizzle-Orks da. Ja. 5 Zoll. Mhm. Okay. Fertig. Mhm. Dann wirken wir mal einen Haltestand. Ja. Komm, Budo! Der rennt jetzt eh weg, pass auf. Wenn der wegläuft, der rennt toll, weg. Alter. Ja, der rennt weg. Nein. Der bleibt, okay. Haltet Stand bis dahin. Muss ich für den Schatten jetzt eigentlich auch? Ja, ne? Oder? Ich muss doch für Helden. Das, die haben noch nicht Haltet Stand, oder? Andere Helden? Weiß ich nicht. Ah, doch, doch, ich meine schon. Ja? Nur beim Roten Bündnis ist das, glaube ich, dann nicht oder so. Ja, genau. Okay, dann muss ich aber für den Grabunhold noch einen Haltet Stand machen. Aber der, erstmal für, der war noch drin, ne? Der war noch drin. Okay, Grabunhold? Ja. Was hat denn der Mut? Weiß ich nicht. Auch relativ viel muss er haben. Ich habe eine 4 nur gewürfelt. Weil ein Grabunhold hat Mut 6. Oh gut, das reicht. Alles klar. Dann bleibt das alles stehen. So, dann... Der noch? Achso, der noch. Da ist ja noch einer. Der rennt weg. Den habe ich mit Absicht nämlich nicht mehr geklappt. Ja, war schon klar. Schon klar, Junge. Schon klar, Junge! So. Stirb gelernt. Wo ist denn das Szenariobuch eigentlich? Hier. Wann ändert das? 25%? Ne? Ja, müsste ja gleich soweit sein. So, dann macht dein Eomer mal einen Muttest. Obwohl, warte mal, nee, der hier macht einen Muttest. Achso, wir müssen gleich, weil du ja gebrochen bist, immer am Ende der Runde würfeln. Also bei 1-2 endet das Spiel. Mhm. Der macht einen Muttest. Mut 3. Oh. Ja, gut. So. Das heißt. Ja, halbe oder volle Bewegung? Voll. Der kommt mal. Komm rein, Junge! Warte, so. So geht der. Dann. Ja, der geht da noch ran. Wo ist denn mein anderer Wurfspeer? Ach, der hast du schon getötet. Warte mal. Der geht mal so vor. So. Der kann schießen, ne? Ja, was ist man da eigentlich? Was? So, nochmal die letzte Paralyse auf Faramir. Komm schon. Ja, 6. Oh, jetzt muss ich auch noch eine 6. Du hast keinen Wille mehr. Ach so. Der ist jetzt paralysiert. Ja. So, das heißt, du musst jetzt immer versuchen, eine 6 zu würfeln. Am Ende der Runde, ne? Genau. Ja, bringt mir jetzt auch nichts mehr viel. Aber, naja. So. Alles klar. Okay, auf den Grabunhold könnte ich noch schießen, aber der ist wieder im Weg hier. Mhm. Und die könnten auch, also der könnte schießen und der auch. Weil der hat sich nicht bewegt, der hat sich nicht bewegt, der hat sich bewegt. Mhm. Dann probieren wir mal. Also die Schwarzen auf die 4, ne? Mhm. Warte, ich kann auch hier machen. Ja. Der Blaue auf die 5. Ich treffe alle. Warte. Hier ist ein Wegtest. Bleibt hängen auf die 5. 5. Tot? Ach, natürlich. Und die anderen beiden. Junge, der würfelt wie ein Gott. Die anderen beiden, der Grabunhold hat Verteidigung. Auch irgendwas Hohes, ne? 5 oder 6? 6. Ne, 7. 7 hatten wir gesagt, ne? So, beides auf die 6, 4. Nein, eine 5 und eine 4. Das langt leider nicht.
Gut. Ja, ich hätte zwar da jetzt noch jemanden bewegen können, aber ich bin da ein bisschen doof. Na egal. Ja, habe ich aber auch nicht dran gedacht. Hab ich, nee, ich hatte ja eh die Inni. Okay. Okay, dann, so, dann haben wir einen Nahkampf. Da möchte ich auch was ansagen. Die Schattenaugen. Genau, die Schattenaugen auch. Mhm. Und einen heroischen Nahkampf mit Bodo. Ja, das war ja sowas von... Echt? Ja. Da lege ich mal eine 6 vor. Alter. Okay. Ich habe auch nur K3. Zweimal, also ist das quasi nur eine 5, ne? Ja. Dreimal Bodor und drei Orks beziehungsweise Angreifer. Jetzt noch 4. Da ist eine 6, Gott sei Dank, Alter. Junge. Okay, ja. Schleuder ich, am besten so. Ja, genau. Zerreißen. Ich zerreiße. Du steckst nochmal drauf. Ja, ja, ist tot. Okay. Ach, schon wieder einer weg. So. Jetzt müssen wir mal schauen hier. 5 Modelle. Müssen wir mal die Dingens. Ja, 5 Modelle gegen wie viel? 20? So. Der, du kannst auch den Baum da, glaube ich, wegnehmen jetzt. Oh, Budo greift natürlich den Eomer an. So. Ach, Moment. Der Schatten war doch gar nicht mit im Nahkampf, ne? Nee. Nee, der muss dann da bleiben. Aber die, der Rest war da. Ja, das heißt nur, dass die Aura jetzt nicht zählt. Ja, genau. Okay. Ja, dann... Möchte ich was ansagen? Das ist schon vorbei. Ja, stimmt. Ich habe mich schon gewundert, warum du keinen Hieb angesagt hast. Oder sowas. Mhm. Okay. Dann legen wir mal los. Das ist eine 5. Ich habe Burdur und die 3. Aber ich muss ja ein Heldentum draufsetzen, wenn dann jetzt schon, ne? Nee, noch, muss er noch nicht. Nee, okay. Muss er noch nicht. Wo kann, man das sehen? Kann man das überhaupt sehen? Weiß ich nicht. Kann man das überhaupt sehen? Ja. Soll ich hier würfeln? Mir egal. Da ist die 6. Ja, dann bringt mir das auch gar nichts. Nee. Weil du hast eh die höhere Karte. Ja. Okay. So. Und dann möchte ich. Warte mal, was hat Eomer denn für eine V? Der hat V7. V7 und Stärke? 4 oder 5? 5 ist er. Stärke 4. V7. So, jetzt muss ich nur mal kurz einmal schauen. Also, V7? Mhm. Ja, V7. Da brauche ich 5. Mhm. Wenn ich zerreiße, brauche ich nur 3. Mhm. Habe aber auch nur 3 Würfel, aber noch 2 Heldentum. Wie viel Leben hat er? 3 und 3 Schicksal, ne? Puh. Okay, pass auf. Und mit den anderen. Ah, wie viel Mut hat er? Weil mit dem Geist tausche ich nämlich auf den Mutwert. Das ist Mut 5. Mhm. So, pass auf. Ich mache mal erstmal den Geist auf den Mutwert. Also brauchst du 6, ne? Oder was hat der? Moment, was hat der denn noch? Stärke? Oder 3. Stärke 3. Auf Mut 5. Ist 5. Ist 5. Okay, dann erstmal das. Wo soll ich würfeln? Ist egal. Eine Wunde schon mal. Die nehme ich mit einem Schicksal raus. Nein. Noch ein Schicksal? Nein. Noch ein Schicksal? Okay. Okay, toll. Schicksal ist schon mal weg. Moment, Eomer hat nur ein Schicksal. Nee, Theoden hat ein Schicksal. Eomer hat 3. Okay, dann hast du aber hier falsch reingepackt. Aber okay. Ist ja nicht schlimm. Okay, dann hat er kein Schicksal mehr, aber noch 3 Leben. Mhm. So, dann kommen jetzt die 2 Orks. Mhm. Auf die 6-4. Nee, 6. 6. Eine Stärke 3, ne? Nein? Ah. Okay, so, und jetzt hat er noch 3 Leben. Also entweder zerreißen und hoffen, dass du 3... Und ich habe noch 2 Heldentum. Oder 6 Würfel nehmen und 3 Fünfen würfeln. Mit Heldentum. Ist beides gut. Ich glaube, ich nehme die 6 Würfel. Okay. Oh, 2 Runden. Ja, und da muss ich dann meine
Zwei Helmtum draufpacken, dann ist Eomer weg. Okay, willst du das machen? Ja, klar. Okay, natürlich. Dann ist Eomer hin. Mhm. Schade, sehr guter Schnitzler gewesen. Ja. Gut, dann war's das. Gucken, ob das Spiel endet. Nee, erstmal muss ich hier meine Paralyse werfen. Da ist doch jetzt egal, wenn das Spiel endet. Nee, ich muss ja trotzdem. Ja, bevor es endet. 6, oh, endet sogar. Okay, das Spiel endet oder nicht? Auf 1 oder 2. Eine 6. Geht noch weiter. Jawohl. Und dann würfeln wir. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir würfeln mal die Initiative. Mhm. 3. Meine. Gegen 4. So. Willst du was ansagen? Ich werde definitiv was ansagen müssen. Ja. Und zwar sowohl mit Faramir als auch mit Theoden. Ja. Dann machen wir. Kannst ja nicht gegenwirken, ne? Nein. Dann, oh, die Kamera hat sich ein bisschen verdreht gerade. Dein Bein ist verdreht. Dein Bein ist verdreht. So, dein Bein ist verdreht. Dein Bein ist verdreht. Sebastian, dein Kamera ist verdreht. Müssen wir mal gucken. Vielleicht nehmen wir die jetzt mal kurz mal ab hier. Ja. Ja, komm. Raphael, nimm mal ab. Sebastian. So. Ja. Das geht noch besser. Mal sehen, ob was rausschneiden. Ich denke nicht. Alles klar. Also, wir machen das jetzt ganz einfach. Und zwar der. Oh, aber Batterie müssen wir trotzdem hier anmachen. Ja, der Geist ist entsetzlich, ne? Ja. Okay, darf Theo den trotzdem anwerfen? Wo ist denn hier der Akku? Warte mal ganz kurz. Da rein. Hol ihn da rein. König Deoden. Okay, das war's jetzt erstmal. Mhm. Und mit Faramir, mit die Ausnahme. Ist der Typ da drin? Nee, ne? Siehst du. Mhm. Auch entsetzlich alles. Ja, wir probieren es aber mal. Ja. Okay. Okay, mehr darf ich erstmal nicht. Ich habe jetzt noch zwei Modelle zu bewegen. Mhm. Im besten Fall. Ansonsten ist jetzt erstmal der Raphael dran. So, dann muss ich erstmal Mut testen mit dem hier. Ja. Der bleibt. Ja. Und geht hier ran. Das liegt daran, weil ich nämlich den Grabbund heute gebunden habe. Der weg. Rennt sowas von weg. Und der, ups, und der andere, der rennt auch weg. Okay, Faramir ist nicht eingekreist. Nicht eingekreist. So, Budur. Budur. Komm, jetzt mach keine Scheiße. Brauch eine. Oh, und der läuft auch noch der weg. Läuft der weg. Drei. Warte mal, Mut 6 hat der, ne? Ne, Mut 4. Mut 4. Fuck. Oh Gott. Schade, Budur. Oh, ja, das ist jetzt das ganze Spiel noch hier. Der Geist, Geist bleibt. Der bleibt. Der haut ab. Der haut auch ab. Oh Gott. Ja, da hinten jetzt. Ja, das ist echt übel. Ja, das war's. Okay. Du musst aber auch Mut testen, ne? Ich bin noch nicht gebrochen. Nein. 2, 4, 6. Wie viele Modelle hattest du denn? 5, 6. Oh, doch, tatsächlich. Oh, dann hättest du auch vorher testen müssen eigentlich, ne? Ja gut, mit Minus Tyrit. Ja gut, warte, komm, das können wir hinterher machen. Ja. So. Also schon spielentscheidend. Faramir, warte, hatte. Boah, mit 6. Jawohl. Und Theoden. Theoden. Ist ein legendärer Held, ne? Ey, ist Ding. Ach nee, fuck, der ist ruhmreich. Aber ist das bei ruhmreichen Helden auch, dass die erste? Bei legendär. Aber ich mach jetzt auch mal für Theoden. 5. Ich glaube, der hat sogar Mut 5, ne? Ja, Mut 5? Okay, dann passt das. So, dann haben wir das alles noch bereinigt. Aber ja. Hätte jetzt musst du aber für den Rest noch testen, ne? Ne, die waren ja im. Das haltet Stand zählt 12 Zoll bei ihm. Ach und so. Nur er müsste halt noch machen. Ja, okay. Ne? Dann, warte, dann haben wir hier Mut 3. Und okay. Das ist eine 7. Ja. Passt. Passt. Auch Mut 4. Dann würfeln doch gar nicht schlecht. Ja, ja. Hey, witzig. Okay. Hey. Okay. Du dann, bist so blöd. Du bist so blöd. Ja. Okay, pass auf. Der Blaue trifft den ganz normal. Moment, ich darf mich ja noch bewegen, ne? Achso, mit dem. Auch noch.
Okay, ja, dann kann weil ich, du hast ja was angesagt. Ja, der macht mal einen Muttest. Dann gehe ich schon wieder zurück. Ein Muttest. Eine 5, das heißt. Schafft verloren. Er nicht? Verloren. Dann reitet der mal so hinters Haus. Hier? So, dass er mich nicht mehr sieht, genau. Toll. Verpiss dich, Junge. Piss dich, Alter. Okay, und der geht dann mal hier hin. Super. Dann können die beiden tatsächlich, die haben sich bewegt, die schießen auf ihn mit dem Wegtest. Keiner nix. Keiner darf. Okay. Jo, dann kämpfen wir mal. Ich sag natürlich diese doofe Aura an, die mir ja voll was gebracht hat, dieses Spiel. Ja. Du bist kein Monster, ich darf. Habt ihr andere Bonus, ne? Ja, ja. Okay, eine 6. Ja, die 6, das reicht schon. Nee, brauchst du auch. Ich hab eine Karte. Ich hab nur eine 5. Ja, ich hab aber 5. Ah ja, stimmt. Wenn du eine 6 würfelst, gewinnst du. Es sei denn, ich. Ah, eine 4. Okay. Aber du bist nicht niedergeritten, also darf ich nur 3 rauchen. Nee. Wegen der Basegröße. Ach so, okay. Du kriegst mal den Anreitbonus bei Infanteriemodellen, okay. Aber wegen der Basegröße darfst du, glaube ich, nicht niederreiten. Das V8, ne? Ja, V8 und 3 Leben. Stärke 5, das sind 6, brauche ich. Eine. Weißt du, wie viel Leben hat der? 2, ne? 3 Leben. Ja, mach einen Heldentum drauf. 2 Leben und leer. Okay, und dann haben wir noch. Jawohl, den Grafen an hier. Angeritten, ich habe eine 5. Ich habe eine Kippe. Das tut so weh. Eine 5. Du bist so blöd. Ja. So niedergeritten. So. Was macht denn er in der Grabunhold, ne? Der hat nur ein Leben, zwei Leben. Und hat Verteidigung 7. Ich habe jetzt Stärke 4. Also. 6. Nee, 5. Stärke 4 auf V7 ist 6. Ja, und die Lanze gibt aber 5. Warum hat. Ich hab doch die Lanze. Achso. Da kriegst du ja plus 1. Also 5. Nein. Was hat denn Farben gemacht? Ein Heldentum noch. Eine 6. Und. Nein. Zählt nicht als Kippe, ne? Würde ich nicht sagen. Okay. Eine Wunde. Okay. Beide niedergeritten. Genau, warte mal. Der geht mal hier ein Stück zurück. Ja. Ob Spiel endet oder nicht? Du hattest ihn, ne? Ja. Oh, 6 geht nicht. Weiter. Scheiße. Und Inni? Oh Gott. Da würfel ich immer hoch, eins weißt du? Automatisch? Ja, wie automatisch. Und du hast noch ein Heldentum. Mit Faramir. Mit Faramir, ja. Obwohl, hast du den nicht gerade ausgegeben? Ne, ich hatte eine 6 gewürfelt. Achso, ja, okay. Ja, dann hast du noch mit Faramir. Okay, das will ich auch was ansagen. Ja, war mir klar. Muttest? Ja. Erstmal, ne? Ja. Erstmal Muttest, genau, ob er da bleibt. Ja, bleibt er. Dann Muttest, ob er ihn angreifen darf. Ja. Gucken wir mal. Nein. 4 darf er nämlich nicht. Schön, darf stehen bleiben. Ja. Okay, dann musst. Ne, du hast ja den Rest, ne? Scheiße! Ja. Heldtum und sonst ausgegeben. Ja. Okay. Dann darfst du dich bewegen. Okay, ja, erstmal testen. Okay, der Geist, also das Gespenst. Ja. Alter, das gibt es doch nicht. Hast du nicht noch genug Willenskraft? Ne, der hat keine Willenskraft, das ist ein normaler Krieger. Verdammt, ey. Wenn nicht? An der scheiß Gespenst. 7 gewinnt. Ja, Mut 1. Ja, jetzt hast du eine 8. Ja, dann nehme ich 2 Wille. Verdammt, jetzt hat er nur noch 4. Oh, ja, Gott, ey. So, komm. So. Ah, du mieser Penner. Jetzt. So. Okay, Grabunhold würde ich zuerst machen. Dann genau der Grabunhold. Der schafft da schon. Doppelte 6. Steht auf. Und der steht auch auf und greift den Faramir an. Und den Grabunhold nicht? Nein. Der geht hier hin. Ja, toll. Okay. Ja, dann mache ich jetzt mit Theoden. Ja. Haltet Stand bis 12 Zoll. Ja, 8. Ich glaube, das müsste aber reichen für beide Deinen. Ne? Ja.
Und dann. Ja. Okay. Und jetzt noch der hier. Mhm. Oh, der rennt. Tschüss. Der ist so blöde. Junge, Junge, keine Figuren gleich auf dem Feld hier. Okay. Dann möchte Theo den innen laufen. Mhm. Mit einer 6 klappt das wohl. Ja. Möchte der da das probieren? Mhm. Nein. Nein. Und der andere? So. Nein. 6. Der Mut 3 nur, ne? Ja. Schade. Er geht 5 Zoll. Ne, der hat sich ja schon voll bewegt quasi, ne? Ah ja, du hast den Geist ja. Genau. Okay. So, dann können wir nicht sonderlich viel mehr machen als kämpfen. Yes, ich sage natürlich meine Aura an. Okay. Okay, machen wir, fahren wir zuerst oder was? Er hat 2 Attacken nur. Ja. Eine 6 gewinnt er. Ja. Und das macht keinen Spaß. Nee, nicht wirklich 6. Ah. Okay. So, und dann der Schatten. Ja. Komm. Theoden ist angeritten, 3 darf er. Oh, nur eine 4. 3. Das gibt's doch nicht! Ich dreh durch! 16, ne? Ja. Nein. Er hat auch kein Heldentum, nichts. Nichts. Ich will ein Schicksal einsetzen dafür. Gut, ob das Spiel endet oder nicht, du hattest die Ini. Nee, du. Ja, ich schon, ja. Ach komm, jetzt Ende endlich! Nein, geht noch weiter, verdammte Scheiße. Okay, Ini? Okay, Ini. 2. 5. 5. 5. So, das heißt, der hier testet erstmal Mut, der hinterm Haus. Ja. Der bleibt. Und der geht dann hier so hier rum. Darf ich den dann noch anbleiben? Nein. Siehst du ihn ja nicht. Vorher geht so. Hier. Und dann der Schatten. Oh, jetzt muss ich aber mindestens eine 6 würfeln. Nee, du brauchst, glaube ich, ja, das auf jeden Fall. Vier. Ist das Kippe? Nee, komm, würfel doch mal. Ja? Aber wir, ja. Das reicht. Das heißt, ich muss meine letzten 3 Willen für den Schatten nehmen. Und stelle mich dann hier hin. Ja, so. Okay. Oh Mann. Okay, jetzt macht er erstmal Faramir Mutis. Erstmal Theoden. Erstmal Theoden. Eine 8 reicht und Faramir braucht ja mindestens eine 6. Jo, 10 sogar. Warte, ich nehme mal die Würfel da weg. Ja. 7. Ich darf den ja nicht angreifen, ne? Nee. Warte mal, wenn ich so mache. Wenn du jetzt abhaust, kann ich dich aber dann sehen, oder? Ja, klar. Also ich hab von hier nämlich noch. Scheiße, weiter komme ich auch nicht als diese 3 Zoll. Ja. Okay, aber muss auch 1 Zoll eh von mir wegbleiben. Sind wir jetzt mal hier kniepig, ne? Ja, von mir aus. Okay, Theoden hat ja seinen Test bestanden. Dann möchte er natürlich den Schatten wieder angreifen. Ja. Diesmal schafft das nicht. Doch. Ach. Okay, und jetzt der reine Reiter da oben. Kann der andere eigentlich auch ran? 10 Zoll? Ja. Ja, okay. Probieren wir es mal. Erstmal der vordere. 5 reicht nicht. Der hintere. Ja, eine 8 reicht. Das reicht. Tja. Oh Mann, ey. Okay. Dann haben wir Nahkämpfe. Nur einen? Ja. Warte mal, da haben wir nämlich Theoden hat 3. Der andere. Ich kann meine Aura nicht ansagen. Blaue hat 1. Wenn du 6 hast, hast du gewonnen. Und jetzt darf ich sogar, weil du eingekreist bist. Ja, doppelt zuhauen. Jo. Tschüss. Ist das bitter, ey. Sonst, also in der Runde, wo Bodo noch auf dem Feld stand, hätte ich das Spiel gewonnen. So. Vielleicht. Ja, dann die letzte noch. Ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Erstmal, ob es endet. Nein, geht natürlich weiter. Inni. Okay. 1, deine. 3. Gut, greif an. Ah, ne, Mut testen, jetzt rennt er weg. Ach, schade. Greif ihn mal an. Ja, naja, Opa. Ja. 6 reicht. Okay. Gut, der Rest ist ja. Der Theoden muss halt den Stand rufen. Ja. Schafft er. Reicht nur der nicht? Mhm. Obwohl, das müsste auch 12 Zahl sein. Hier. Ja. Nee.
Mut 3. 8 reicht. Mhm. Das ist ein Wurf, den möchte ich aber für den Fall der Fälle. Okay. Okay, dann haben wir dort ein... Ein Grabunhold gegen Faramir. Du hast auch K5, nee, K4, ne? Ja, weiß ich gar nicht. Ich habe nämlich nur eine 5. Auch eine 5? Ja, dann muss ich jetzt doch mal nachgucken. Oder guck mal, Grabunhold hat K3. K3. Dann gewinne ich. Dann ist er auch niedergeritten. Ja, und ich beende das Drama hier. Ein Leben hat er noch? Ja. Okay, das heißt, ich brauche... Eine 6. Nee, 5. Eine 5. Hau rein ja jetzt. Ja. Ach, ja. Dann ist endlich. Eine Komplettauslöschung. Boah. Ja, also das Szenario war mir leider nicht hold. Ja. Aber gut. Können wir erstmal... Genau. Drehen wir die Kamera mal. Wir machen noch ein Shake Hand. War ein schönes Spielchen. Mhm. Auch wenn es wirklich... Eigentlich an sich echt spannend und eigentlich auch sehr knapp. Also für 450 Punkte hätte ich... Also lass mal jetzt kurz direkt gucken, was wir für Ziele hatten. Ja, oder wollen wir das bei der Nachbetrachtung machen? Lass das jetzt machen, wo wir das Schlachtfeld hier noch sehen. Okay. Also, was hattest du? Also, ich musste dafür sorgen, dass der Grabunhold stirbt. Das ist mir eben gerade noch gelungen. Boah. Das war da unten. Schade. Jawohl. Anders ist Eomer überlebt. Ja. Den hat der Bruder natürlich leider kaputt gemacht. Mhm. Und das Haus von mir aus rechts... Okay, muss gehalten, hast du gehalten. Da hat Faramir in einer Runde 2 Missionsziele noch geschafft. Ja, und zwar in der letzten. Aber allerletzten Runde. Schade. Also das mit dem Weiterwürfeln ist echt blöd für mich gewesen. Ja. Weil ich hatte nämlich den Busch vom Basti. Oh ja, da sind noch ein paar Modelle. So, Eomer töten. Ja, Damit hast du nämlich nicht gerechnet, glaube ich. Weil ich dachte, du nimmst nämlich Faramir. Denkst, dass ich Faramir nehme. Ja. Und der Schatten muss überleben, ja. In der letzten Runde hast du leider das Spiel für dich entschieden hier. Und kann man leider nichts sagen. Ja, leider. Pech. Naja. Mal Glück, ja, wie sagt man immer? Mal gewinnt man, mal verlieren die anderen. Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. So ist es. Und so sieht ein Verlierer aus. Der geht jetzt nämlich erstmal raus. Ja. So, wir sehen uns dann gleich bei der Schlachtnachbetrachtung wieder. Okay. So, ja, wir haben es geschafft. Ich habe gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Können wir mal kurz die Punkte mal durchgehen? Schade. Hier hinten geht die Schlacht der Waage weiter. Ja. Ich nenne sie jetzt nur noch Ping und Pong, weil die nur nicht... Die laufen hier nur noch im Kreis. Das ist ganz cool. Also, Raphael. Ja. Raphael. Sebastian. So. Zu Beginn des Spiels notierst du verdeckt eines deiner Heldenmodelle. Dies darf nicht dein Anführer sein, außer du hast nur einen Helden. Du erhältst einen Siegespunkt, wenn der nominierte Held am Ende des Spiels noch am Leben ist. Mhm. Wenn der nominierte Held noch am Leben ist und keine Wunden erlitten hat, erhältst du stattdessen 3. Mhm. Das leider nein, in der letzten Runde ist der Grabunhold, der Schatten, wurde getötet. Ja, und mein Eomer, der wurde ja heroisch kaputt gemacht. Genau, das heißt, da erhalten wir keine Punkte für. Jo, so sieht's aus. Zu Beginn des Spiels notierst du dir verdeckt eine Helden des Gegners. Mhm. Dies darf nicht der Anführer sein, es sei denn, du hast nur einen, hast ja nicht. Du erhältst einen Siegespunkt, wenn du den nominierten Helden ein oder mehrere Wunden zugefügt hast. Wenn du den nominierten Helden tötest, erhältst du stattdessen 3 Siegespunkte. Das heißt, da haben wir 3-3. Da haben wir jetzt 3-3, genau. Faramir hat es natürlich sehr gut noch gemacht. Und mein Eomer, wie gesagt, kaputt. Kaputt, Junge! Und das letzte war halt der... Was haben wir denn hier? Achso, das letzte war das Geländestück. Da habe ich ja, wie gesagt, den Fahrer mir ja an den Grabunhold rangehauen. Der war dann gleichzeitig auch noch an dem Geländestück dran. Genau, das heißt, da erhältst du 3 Siegpunkte, leider. Und dann erhalten wir jeweils noch einen Siegpunkt dafür, dass wir die gegnerische Streitmacht aufgerieben haben. Ja. Das heißt, es ist ein 4-7 geworden. Ja, oder 7-4. 7-4. Ja, habe ich gewonnen, war großartig. Ja. Ich muss sagen, Held der Schlacht oder Modell der Schlacht war, ja, das ist relativ schwierig. Ich bin der Meinung, es ist Eomer gewesen, weil er einfach mit Theoden deine rechte Flanke, also von mir aus links, kaputt gemacht hat. Ich würde auch sagen, also entweder, ich würde sogar sagen Theoden, weil Theoden hat noch überlebt und hat den Schatten getötet.
und Theo den hat auch richtig rasiert. Und Eomer ist halt gegen Bodo gestorben. Deswegen würde ich sagen, Held des Schlachtfeldes ist Theo. Wobei ich muss auch sagen, Budur kann es auch gewesen sein, weil der hat natürlich den miesen Schnetzler weggehämmert und hat eigentlich auch gut gehalten. Hat aber dafür zu wenig Modelle getötet. Der hat nur einen Reiter und Eomer getötet, weil ich an sonst nichts rangekommen bin. Eben. Dank der taktischen Spielweise des netten Kollegen hier, der immer wegreitet. Ja, es ging aber nicht anders. Ich musste das machen. Du musst so spielen. Also das ist halt echt schwierig. Ich habe jetzt, glaube ich, auch erst das dritte oder vierte Mal gegen eine All-Mounted-Liste gespielt und es ist schon echt hart. Wenn du keinen Beschuss hast, können halt immer wegreiten und brauchen keine Angst haben, können auf offenem Feld stehen und irgendwann, wenn sie sich so positioniert haben, dass es dann scheppern kann, dann volle Lotte rein damit. Und wenn du dann noch zwei solche Schnetzler drin hast, wie jetzt reicht's hier aber, wie Theoden und Eomer, wenn die im Angriff sind, da sind die einfach quasi nicht aufzuhalten. Und dazu plus ein Stärke noch von den beiden, die haben dann Stärke 5. Ja. Da hast du mit Orks keine Chance. Ja, auf die 4 weggeknallt, alles Mögliche. Allem, das ist Hammer, schon Hammer. Ne? Ja, vor allem, wenn du nur einen richtigen Helden hast, also ich sag mal so, der Grabunhold und der Schatten, das sind ja reine Supporter eigentlich. Und du hattest ja auch nur 3 Heldentum? Genau, ich habe nur 3 Heldentum gehabt. Also vielleicht wäre es in dieser Liste jetzt sinnvoller gewesen, statt des Grabunholdes noch einen Hauptmann mit reinzunehmen. Ob der jetzt wirklich mehr gemacht hätte, weiß ich jetzt auch nicht. Ich finde die Sonderregel halt ganz cool, wenn du bei Angmar, also rein Angmar spielst, dass alles innerhalb von 3 Zoll um ein Gespenstmodell, Heldenmodell. Ist alles entsetzlich. Ja, gut, wenn man so würfelt wie er jetzt, da gewinnst du dann halt einfach mal jeden Wurf. Ich denke auch, das war schon ganz gut. War schon gut, ja. Nichtsdestotrotz. Hat Bock gemacht, auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. War auch, wie gesagt, sehr spannend. Hätte nicht gedacht, dass das so spannend werden würde. Ich habe eigentlich eher gedacht, dass ich verliere. Nee. Doch, habe ich echt gedacht, dass ich verliere. Aber ich sage mal, geschickt eingesetzt, die heroischen Bewegungen und so weiter, das war schon gut. Ja. Und am Ende noch ein bisschen Glück damit fahren wir, dass er da dreimal da den Mut-Tester geschafft hat. Oder auch die. Und dass das Spiel halt nicht geendet hat. Ne? Also das wäre jetzt auch echt nochmal fatal gewesen. Wenn da jetzt, nachdem ich Eomer geschlachtet habe, wenn da das Spiel geendet hätte, dann hätte ich Haushoch gewonnen. Wahrscheinlich, wobei das eine Modell, das stand ja noch an dem Haus, also Haushoch wäre es nicht gewesen, aber es wäre schon gut gewesen. Aber es wäre schon gut gewesen, weil ich den Busch hätte ich halt gehalten, weil da war nichts mehr dran. Er hätte 4 Punkte gehabt, ich hätte einen gehabt. Beziehungsweise mit dem Brechen 2. Ja, für Eomer hätte ich dann, also. Ne? Ich glaube, 5-2 wäre es da für dich ausgegangen. Aber nichtsdestotrotz, ist halt ein Würfelspiel. So ist es. Wir hoffen, es hat euch mal wieder gefallen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt TLM-TV. Nächsten Freitag in alter gewohnter Manier auf dem Nachmittag. Und ansonsten Daumen nach oben, wie immer, teilen, liken. Ansonsten besuchen wir euch wieder unterm Bett oder im Schrank. Da kommt der Budur. Dann haut der nicht ab. Kommt der Budur. Alles klar. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, wir sind raus.